Wir befinden uns im Ablagerungsgebiet und ihr sollt zur glazialen Serie die Entstehung beschreiben, indem ihr diesen Lückentext bevollständigt und diese Bilder zuordnet. Und wir schauen uns das mal gemeinsam an. Beim ersten Feld. Immer während einer Eiszeit. Natürlich breitete sich das, naja, was wohl, dieses, das sind diese Gletscher, also der Fachbegriff das Inlandeis, von Skandinavien bis ins norddeutsche Tiefland aus. Gesteine und feines Material wurden aufgenommen und wohin transportiert? Nach Süden. Schauen wir, welches von den drei Bildern, die im Ausschneidebogen vorgegeben sind, dazu passt. Und das Praktische ist, dass die tatsächlich sich nicht mal die Mühe gegeben haben, das durcheinander zu werfen, sondern das, was ganz oben ist, kommt tatsächlich auch ganz oben hin. Wir sehen, das Eis kommt von Norden, deswegen hier das N, bewegt sich nach Süden. Weiter geht's. Das im Inlandeis eingefrorene Material lagerte sich am Eisrand als... Okay, was ist das, was sich hier ablagert? Das ist das eine Element der glazialen Serie, nämlich diese Endmoräne. Das Schmelzwasser transportierte feines Material weiter und schüttet dann was auf. Jetzt kann man sozusagen, das Schmelzwasser bewegt sich durch die Endmoräne und nimmt feines Material mit und dadurch entstehen diese Sander. Also schüttet die Sander auf. Und jetzt fließt dieses Wasser auch noch irgendwo hin. Entlang des Eisrandes bildeten sich diese breiten Urstromtäler, in denen das Schmelzwasser Richtung Nordwesten abfloss. Gut, jetzt sehen wir, wir haben noch das Inlandeis und hier passt auch die Abbildung mit dazu. Wir sehen es nochmal, das Inlandeis bewegt sich nach Süden, schmilzt 0 Grad, wisst ihr, da beginnt Eis an zu schmelzen. Und ihr seht, das Material, was sich in dem Gletscher befindet, das lagert sich dann davor ab in der Endmoräne. Und jetzt kommt das Wasser und spült es aus und dann bildet sich davor die Sanderfläche. Und das Wasser muss irgendwo hin, also fließt es davor im Urstromtal ab. Übrig bleibt die letzte Abbildung und dazu folgendes. Nach Abschmelzen des Eises wurde die, ja, das ist diese Grundmoräne, das ist also mit D bezeichnet wird, Grundmoräne, also das, wo vorneweg der Gletscher sich darüber befand, freigelegt. Während der Kaltzeiten und auch danach blies ein kräftiger Nordwind die feinen Materialien aus den kahlen Moränen aus und lagerte sie am der Mittelgebirge ab. Gut, die Mittelgebirge befinden sich südlich davon, das heißt, dort ist der Nordrand dieser Mittelgebirge. Wir sehen es, der Wind weht hier das Material aus, das ist ja diese Wolke, die man dort sieht. Und dieses Material, das bezeichnen wir als Löss. Und mit diesem Löss werden wir uns später noch genauer beschäftigen.